Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 347. Eichhorn-Wanderung am Mittwoch, dem 3. März 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, sondern im MDW-Büro und es ist doch alles schon hergerichtet für den Unterricht. Hier Igor Strawinski, die Geschichte vom Soldaten. Hier das blaue Heft, das ist Richard Strauss, Oboen-Konzert. Hier haben wir noch Anton von Webern, Sie erinnern sich, Anton von Webern, Symphonie, Opus 21. Und hier einen Band der Gesamtausgabe aller Symphonien von Josef Haydn, Band 1, Symphonie 1 bis 12. Und ausnahmsweise hier keine Kanne mit frisch gebrühtem Tee, nein, heute ist es ein Kaffee, sehr wohlduftend, auch frisch natürlich. Und hier haben Sie ein paar Erinnerungsstücke, Erinnerungsplakate an Produktionen in unserer Opernburg in Garz am Kamp, der Babenberger Burg. Tja, da ist Othello 2016, 2017 die Zauberflöte, hier als Papageno Liviu Holländer. Der wunderbare Wiener Bariton war ja als Papageno vorgesehen, hat aber dann keine einzige Vorstellung gesungen leider, weil er sich bei einer Probe ziemlich schwer verletzt hat. Ja, für ihn eingesprungen ist dann Wolfgang Resch, ein herrlicher Sänger, der mit seiner Interpretation des Papageno bei uns in der Burg Garz Maßstäbe gesetzt hat und einen wirklichen Papageno-Kult, sozusagen eine Marke, geschaffen hat. Dann war 2018 Tosca und 2019 unser Fidelio quasi als Vorstudie für das Beethoven-Jahr 2020. Gott sei Dank haben wir den Fidelio 19 gespielt, 2020 hätten wir ihn nicht gespielt, weil wir ja schon Corona-bedingt keine Opernsaison gehabt haben. Geplant war für 2020 die Carmen und wir werden natürlich versuchen, im 2021 diese Carmen nachzuholen. Ob das gelingt, das wird wieder vom Virus abhängen, wir werden sehen. Trotzdem ist der 3. März ein wichtiger Tag für die Rezeption der Carmen. Denn heute, am 3. März 1875, heute vor 146 Jahren, wurde die Carmen uraufgeführt in Paris. Es war damals eine mehr oder weniger Katastrophe. Das Stück ist durchgefallen. Es war ein Misserfolg und Bizet, der genau 3 Monate später, am 3. Juni 1875, gestorben ist, hat nicht mehr erlebt, dass seine Oper Carmen eigentlich zum Synonym für Oper an sich geworden ist, dass es kaum ein Telefon gibt, wo nicht ein Klingelton mit irgendeiner Melodie von Carmen funktioniert und dass es kaum ein Kaufhaus gibt, wo nicht eine Klangwelt von Carmen uns begleitet, wenn wir durch die Wühlkisten gehen. Ja, das ist die Tragik von Bizet gewesen, aber heute können wir uns auf die Carmen freuen. Ich hoffe, dass wir Sie bald in der Burg Garz begrüßen dürfen, wenn nicht heuer, dann demnächst. Und vielleicht können Sie heute noch ein paar Minuten sich hinsetzen und ein paar Takte aus der Carmen hören und diese wunderbare Klangwelt, mit der Bizet die Volksmusik Europas einfängt, auf sich wirken lassen. In diesem Sinne noch einen schönen Mittwoch.